Oh, hallo, Gamer. Ich war gerade dabei, auf meinem Virtual Boy ein paar Videospiele zu konsumieren. Es gibt nicht viele Dinge, die ich lieber in mein Gesicht stecken würde, als diese nach alten Moderkeller riechende, wahrscheinlich schlechteste Konsole aller Zeiten. Zu sagen, dass der Virtual Boy berüchtigt ist, wäre eine leichte Untertreibung. Lass mich mal zur Seite schieben. Wenn sich irgendjemand über Nintendos Versäumnisse lustig machen will, gibt es für diese Witze genau drei Punchlines. CDI, Wii U und Virtual Boy. Ich habe auch einen. Wie viele Spiele braucht man, um den Virtual Boy zu Nintendos schlecht verkauftesten Konsole zu machen? 22! Der Virtual Boy bekam im Laufe seines fast 365 Tage umfassenden Lebenszyklus 22 verschiedene Spiele. Zwei davon sind übrigens Bowling. Uns steht wahrlich ein Abenteuer bevor. Folgt mir also in Nintendos rote Hölle, den Virtual Boy. Schon wieder Highscore. Beginnen wir mit etwas Geschichte. Der Virtual Boy startete als ein technisches Experiment der Firma Reflection Technology Inc. aus den USA. Sie hatten gegen 1986 einen Bildschirm entwickelt, welcher auf Basis von LEDs und eines Spiegels in der Lage ist, ein Bild in Richtung der Augen des Benutzers zu reflektieren, wodurch es möglich ist, einen sehr kleinen Platz und auch stromsparenden Bildschirm für den Benutzer ziemlich groß darzustellen und natürlich in Form eines Scouters aus dem Dragon Ball-Universum überall hin mitzunehmen. Die LEDs müssen lediglich eine einzige Reihe von Pixeln generieren, welche schnell ein- und ausgeschaltet erst durch eine vergrößerte Linse geleitet wird, um anschließend mit Hilfe des sehr schnell schwingenden Spiegels ein volles Bild daraus zu machen. Dafür werden hocheffiziente LEDs benötigt, welche zu der Zeit in genau einer einzigen Farbe verfügbar waren. Rot. Natürlich bringen diese LEDs auch von Natur aus ihre Beleuchtung direkt mit sich, welche im Falle von LCD-Technologie erst extern hinzugefügt werden muss. Deshalb hat der Gameboy zum Beispiel auch bekanntermaßen kein Licht. Im Gegensatz zu anderen Bildschirmen aus der Zeit war dieser sehr platz- und energiesparend und natürlich auch federleicht. Es sind schließlich nur ein paar LEDs mit einem kleinen Spiegel in einem Gehäuse. Perfekt, um es direkt am Kopf zu tragen. Das Private Eye, wie es zu der Zeit genannt wurde, war für ein professionelles Arbeitsumfeld geplant, wenn man Zugriff auf gewisse Informationen und gleichzeitig freie Hände benötigt. Damit Ärzte während einer Operation die Vitalzeichen im Auge behalten können, wenn Piloten ein paar Informationen im Blickwinkel haben wollen oder irgendwas in der Richtung, wenn man die Kampfkraft seines Gegenüber messen will. 8. Mit diesem Konzept waren sie in ihrem Feld durchaus erfolgreich. Diese kleinen Bildschirme waren für damals sehr fortschrittlich und fanden in vielen Gebieten Einsatz. Jedoch fehlte ihnen wirklich ein nützliches Programm, um den Durchbruch zu schaffen. Die meisten Firmen waren zwar anfangs sehr interessiert, aber verloren im Laufe der Gespräche dann das Interesse. Ehrlich gesagt scheint es mir ja auch generell echt nicht so nützlich zu sein. Sind Informationen, die man direkt vor seinem Auge hat, wirklich so wichtig, dass man dafür in kritischen Situationen einen großen Teil seines Sichtfelds einschränken will? Ich weiß es nicht, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher dabei. Wie wäre es also mit dem Unterhaltungssektor? In den frühen 90ern war Virtual Reality ein neues und interessantes Konzept, welches langsam aber sicher technisch mehr oder weniger möglich wurde. Du könntest dich in deinem Computer befinden. Was für eine Welt, in der wir leben. Um auf diesen Zug aufzuspringen, kombiniert die Ingenieure von Reflection Technology zwei Private Eyes miteinander, schraubten etwas an der Software und ermöglichten so einen 3D-Effekt. Prinzipiell sieht damit jedes Auge das Bild aus einer leicht anderen Perspektive und das Gehirn setzt das Bild dank der Parallaxe so zusammen, als hätte es Tiefe. Ich denke, das beste Beispiel dafür ist der alte 3DS, wenn ich den 3D-Effekt ganz aufdrehe. Meine Kamera, als ein langweiliges 2D-Gerät, kann das 3D-Bild natürlich nicht generieren, weshalb wir den Trick leicht erkennen können. Je nachdem, von welcher Seite man es betrachtet, sieht man das Bild von einer etwas anderen Perspektive. Das sieht durch die menschlichen Augen übrigens ein gutes Stück anders aus. Der Virtual Boy oder in dem Fall noch der Private Eye VR Prototyp hat für jedes dieser beiden Seiten ein eigenes Bild, welches fest einem Auge zugewiesen ist. Bei dem Virtual Boy selber lässt sich das nur wirklich schwer filmen, da man sehr nah ran muss, um das ganze Bild sehen zu können. Und ist nicht so einfach. Aber
zurück in die Vergangenheit. Als Demo für diese neue Richtung des Private Eye stellte Reflection Technology ein Spiel zusammen, in welchem man in einer Wüste mitsamt Pyramiden aus dem Fenster eines Panzers schaut und andere Panzer abschießen muss. Gesteuert wurde es in erster Linie durch Kopfbewegungen, aber das Private Eye bereits von Anfang an Headtracking unterstützte und ob diese Funktion erst bei dem VR-Umbau hinzugefügt wurde, kann ich euch nicht sagen. Mattel und Hasbro zeigten sich für dieses Produkt zuerst sehr interessiert und dann nicht mehr. Was bedeutet, dass der Einzug in den Spielzeugmarkt etwas schwieriger wird als zunächst erwartet. Das Headtracking dieses Prototyps führte durch den technisch kaum vermeidbaren Delay bei den Testern zu extremer Motion Sickness. Sega sah sich das Private Eye auch an, aber entschied sich schnell dagegen, aufgrund der Motion Sickness und natürlich auch des monochromen Displays. Im Gegensatz zu Nintendo hat Sega sogar mit ihrem Game Gear Handheld auf Farben gesetzt. Das war ihnen wichtig. Wer auch immer sich auf diese Technologie einlässt, muss bereit sein, noch einiges an Arbeit zu investieren, um diese marktauglich zu machen. Sonst endet man mit einem Flop wie dem Virtual Boy. Oh. Im Jahre 1991 bekam Reflection Technology die Möglichkeit, ihr VR Private Eye in Kyoto bei Nintendo vorzustellen. Gunpei Yokoi, seines Zeichens absolut legendärer Designer des Game & Watch, Game Boys, N- und B-Blöcke, über die ich mal ein Video gemacht habe, und noch viele mehr, hat von der Private Eye Technologie bereits gehört und war absolut begeistert. Er liebt es und sah ein fantastisches Produkt vor sich. Aufgrund seiner respektablen Position bei Nintendo hatte seine Einschätzung sehr viel Gewicht. Obwohl Yokoi eigentlich bereits 1992 bei Nintendo kündigen und eine eigene Firma gründen wollte, in der er mehr kreative Freiheit hat, konnte er sich diese aufregende Gelegenheit einfach nicht entgehen lassen. Er war begeistert davon, dass der Spieler sich quasi in einem komplett schwarzen Raum ohne jegliche Ablenkung von außen befindet und das Spiel selber zusätzlich noch in 3D wahrnimmt. Er ging sogar so weit, es als eine neue Ära Nintendos zu sehen. Yokoi ging davon aus, dass Spieler, die mit dem NES und SNES vertraut sind, schwer für neue Konsolen zu begeistern sein werden. Wenn der Fernsehbildschirm das Limit seines Potenzials erreicht hat, bleibt nicht nur noch 3D. 3D sollte auf jeden Fall zur Zukunft werden, aber nicht ganz in der Form, die er in dem Fall meinte. Nach einer Präsentation von Nintendos damaligem CEO Hiroshi Yamauchi, welcher zwischendrin so getan hat, als würde er schlafen, kaufte Nintendo für 10 Millionen US-Dollar eine weltweite exklusive Lizenz des Private Eye für Videospiele und ein paar Reflection Technology Aktien, wenn sie schon mal gerade dabei sind. Oh, und die Sache mit Yamauchi. Dass er so getan hat, als würde er einschlafen, war ein gutes Zeichen, weil es signalisiert, dass seine Angestellten sich um das Projekt kümmern und er nicht mehr involviert werden muss. Ich weiß auch nicht, das fand ich lustig. Interessanterweise arbeitete auch das britische Studio Argonaut, welches zu der Zeit für seine Arbeit an dem Super FX-Chip und natürlich auch Nintendo Star Fox bekannt war, an einem VR-System für Nintendo. Argonauts Projekt war der Supervisor und leider ist darüber nicht viel mehr bekannt, als dass sie daran arbeiteten zu der Zeit, bis das Projekt von Yokoi zugunsten von Reflection Technology gecancelt wurde. Just San von Argonaut meinte, dass ihr Projekt besser gewesen wäre, da es Farbe und Headtracking unterstützte. Ob das wirklich der Wahrheit entspricht, ist schwer zu sagen. Aber gemessen an den anderen technischen Wunderwerken, zu denen Argonaut damals fähig war, ist es vielleicht nicht ausgeschlossen. Aber auf jeden Fall interessant, dass Nintendo für kurze Zeit ganze zwei VR-Projekte in Arbeit hatte. Während des Developments bekam der Virtual Boy den Projektnamen VR32. Die 32 natürlich in Anlehnung an die Tatsache, dass der Virtual Boy ein 32-Bit-System wird. Das Research and Development Team 1, welches wie üblich mit der Entwicklung von Handhelds beauftragt wurde, hatte mit der Unterstützung von Reflection Technologies das Ziel, das Private Eye sowohl günstiger als auch etwas weniger gefährlich für Kinder zu machen. Ein Aspekt, der den Preis der Konsole gewaltig ändert, war der des Displays. Die günstigsten LEDs waren zu der Zeit rot. Es gab zwar auch schon blaue LEDs, aber diese waren sehr teuer und nicht sonderlich effizient. Grüne und blaue LEDs in akzeptabler Qualität waren erst etwa 5 Jahre später verfügbar. Ähnlich wie auch der originale Game Boy kann der VR32 4 verschiedene Farbtöne anzeigen. 3 Stufen von Rot und Schwarz. Für die Zeit war das nicht viel.
Der Atari Lynx, welcher bereits im Jahre 1989 released wurde, konnte insgesamt 4096 verschiedene Farben darstellen. Und er wäre an sich sogar schon 1986 soweit gewesen, wenn Atari nicht diverse fragwürdige Entscheidungen getroffen hat. Aber darüber habe ich bereits ein Video gemacht, das ihr nach diesem Video anschauen solltet, finde ich. Wenn man also 1995 mit 4 Farbtönen ankommt, ist das absolut keine technische Sensation. Das rote Display wird für die monotone Farbe später noch sehr viel Kritik ernten. Aber gleichzeitig auch dafür, dass es zu teuer ist. Damit hat der VR32 direkt das Beste aus beiden Welten. Ein Bild ohne Farben, um Kosten zu sparen, aber trotzdem noch zu teure Technik, um zu einem Preis verkauft zu werden, der auch noch fast mit dem hauseigenen Gameboy mithalten kann. Zu dieser Erkenntnis kommt das Team aber erst nach dem 3,5 Jahre andauernden Development. Yokoi war anfangs noch absolut begeistert von dem Head-Tracking-Aspekt des Private Eyes. Er ging davon aus, dass man es aufsetzt und damit herumlaufen kann. Ich denke, ich nehme nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, dass daraus nichts wurde. Die Portabilität des VR32 ging direkt nach kurzer Zeit verloren. Dazu der Zeit noch nicht ganz erforscht war, welche Folgen elektromagnetische Strahlung auf das Gehirn haben kann. Der Virtual Boy hat Chips, die genau diese ausstrahlen und in Kombination mit der Nähe eines mit Gummiband fixierten Headsets zu dem Gehirn wäre das nicht optimal. Die Spiegel, welche sich extrem schnell bewegen, können bei ruckartigen Bewegungen ebenfalls sehr schnell beschädigt werden. Wisst ihr, wer sich ziemlich ruckartig bewegt? Kinder, die Videospiele spielen. Dazu kommt, dass die CPU mit einer Metallplatte abgedeckt werden musste, um Rauschen des Bildes zu verhindern, was das Gerät direkt an sich noch ein gutes Stück schwerer gemacht hat. So bekam der VR32 nach kurzer Zeit bereits eine Schulterhalterung, welche aber von Nintendos Rechtsabteilung sofort abgelehnt wurde, da sie besorgt waren, dass Kinder die Treppe runterfallen oder sich generell wehtun könnten, wenn sie mit dem Headset herumlaufen. Was ein Problem ist, von dem ich ausgehen würde, dass es als erstes in den Sinn kommen würde, aber scheinbar war elektromagnetische Strahlung das erste Problem, an das sie gedacht haben. Okay. Genau wegen diesem Problem haben übrigens moderne Virtual Reality Headsets, wie zum Beispiel die Oculus Quest 2, eine eingebaute Kamera, welche einem die Umgebung um einen herum zeigt, sobald man den vorgefertigten Spielbereich verlässt. So eine Technik war zur damaligen Zeit natürlich absolut undenkbar, erst recht, wenn das Produkt irgendwie zu einem bezahlbaren Preis noch verkauft werden soll. Und so bekam der VR32 seine zwei Beine, die ihm jegliche Portabilität nehmen. Und damit ist dieses Gerät nicht mal wirklich ein Handheld. Läuft also ziemlich gut soweit. Bei einer Untersuchung der potenziellen Gefahren des VR32 für die Augen stellte sich heraus, dass dieser kein Problem darstellt. Für die meisten Leute. Die meisten Leute ist natürlich weit entfernt von alle. Eine Gefahr stellt es für alle dar, deren optisches System sich noch nicht voll entwickelt hat, was üblicherweise zwischen dem 5. und 7. Lebensjahr der Fall ist. Wenn jüngere Kinder so viel Zeit mit dem VR32 verbringen, könnte sich eine Amblyopie entwickeln. Eltern werden nicht begeistert davon sein und das Gerät wird mit einer Warnung versehen werden müssen, die besagt, dass Kinder unter 7 Jahren nicht so viel Zeit mit ihm verbringen sollten. Der fertige Name für dieses Gerät wird Virtual Boy, was eine Mischung aus Virtual Reality und dem Game Boy ist. Der Boy-Titel wurde vermutlich gewählt, um den Bekanntheitsgrad des Game Boys etwas mitzunehmen, auch wenn das Gerät nicht mehr wirklich viel mit ihm zu tun hat. Zusätzlich wurde es natürlich auch von Gunpei Yokoi gemacht, welcher den Game Boy gemacht hat, also ich schätze, es hat Parallelen. An dem Punkt begann das R&D1-Team etwas skeptisch zu werden, was dieses Projekt betrifft, an dem sie arbeiten. Einschließlich Gunpei Yokoi. Aber dafür war es zu spät. Nintendo war 1994 im Zugzwang. In diesem Jahr wurden die neuen Heimkonsolen der Konkurrenz released. Sony's PlayStation und Sega Saturn. Während Nintendos 64-Bit-Konsole, damals noch unter dem Projektnamen Ultra 64 bekannt, erst 2 Jahre später bereit sein wird. Und während der Zeit übrigens noch den größten Teil von Nintendos Ressourcen verschlang, was nicht mehr viel für die Entwicklung des Virtual Boy übrig ließ, also das war die ganze Zeit über noch ein spaßiger Faktor. So drängte Yamauchi, Yokois R&D1-Team dazu, den Virtual Boy so schnell wie möglich fertigzustellen, um Nintendo etwas Zeit bis zum Release des Nintendo 64 zu verschaffen. Der Virtual Boy fand am 21. Juli 1995 in Japan und anschließend am 14. August des gleichen Jahres in den USA seinen Weg auf den Markt. Ein Europa-Release kam nie zustande. Die Auswahl der Launch-Spiele war sehr überschaubar.
Es gab Galactic Pinball, ein Pinball-Spiel, Mario Tennis, Red Alarm, einen Wireframe-Shooter mit einer absolut nicht zeitgemäßen Optik und Teleroboxer, was das einzige Launch-Spiel ist, welches tatsächlich was mit der Hardware macht. Abgesehen von 3D-Tetris und NASA's Funky Bowling werden alle anderen Virtual Boy-Spiele, die jemals erscheinen, noch im Jahr 1995 released. Nintendo plant im ersten Jahr 3 Millionen Virtual Boys zu verkaufen. Am Ende seines Lebenszyklus, welcher nicht viel länger als ein Jahr war, wurde der Virtual Boy schätzungsweise 770.000 Mal verkauft und ist damit mit sehr viel Abstand Nintendos am wenigsten verkaufte Konsole. Aber gut, werfen wir einen Blick auf das fertige Gerät an sich. Bin quasi im Spiel. Noch bevor ich dieses Video begonnen habe, war mir klar, dass ich nicht viele Virtual Boy Spiele kaufen werde, da sie nicht in Europa rauskamen, sich auch in den USA und Japan schlecht verkauft haben, größtenteils ziemlich miserabel sind und durch ihre relative Seltenheit in Europa höhere Preise erzielen, als mir lieb ist. Um dem Virtual Boy auch nur ansatzweise eine faire Chance geben zu können, habe ich mich dazu entschlossen, tief in die Taschen zu greifen und das mit Abstand teuerste Spiel meines Lebens zu kaufen. Es ist da oben. Virtual Boy Wario Land in der Originalverpackung. Ich habe keins ohne gefunden, aber es geht nur das Spiel. Das ist wichtig. Ich habe absolut übertrieben. Ich wollte mir nicht helfen. Seit ich von diesem Spiel erfahren habe, wollte ich es mal richtig erleben. Ich meine, es ist Wario Land, aber auf dem Virtual Boy. Virtual Boy Wario Land gilt als das beste Virtual Boy Spiel und wirkt so, als sollte es mehr oder weniger der System Seller werden. Wario Land war zwar kein Launch-Titel, aber es ist die einzige Nintendo IP, die einen vollwertigen Ableger auf dem Virtual Boy bekam. Es gibt übrigens sogar eine gute Erklärung dafür, warum das große Virtual Boy Spiel ein Wario Land Teil ist und nichts mit Mario. Yamauchi wollte, dass Marios Debüt in 3D in Super Mario 64 stattfindet und nicht auf dem Virtual Boy. Deswegen sind die Mario-Titel für die Plattform allesamt Spin-Offs. Mit Mario Clash, einem quasi Sequel zu Mario Bros., nicht Super Mario Bros., sondern Mario Bros. Das ganz alte Spiel, in dem man nur Highscores aufstellt. Und natürlich interessanterweise den ersten Mario Tennis Ableger. Es ist lustig darüber nachzudenken, dass sowohl Mario Tennis als auch die gesamte Reihe von Mario Sportspielen seinen Anfang auf dem Virtual Boy hatte. Lass mich aber erstmal über das bizarre Kabelmanagement des Virtual Boy reden. Die Konsole selber kommt mit 4 verschiedenen Teilen. Das Headset, ein Controller, eine Halterung und einem Battery Pack, welches unter den Controller gepackt wird, um den Virtual Boy mit 6 Doppel-A-Batterien zu betreiben. Bei mir war keins dabei. Stattdessen kam mein gebrauchter Virtual Boy mit einer Halterung für ein Netzteil, welche ebenfalls unter den Controller gesteckt wird. Diese versorgt über ein NES- oder SNES-Netzteil den Virtual Boy mit Strom. Da der Virtual Boy sowieso noch vom Namen her wirklich ein Handheld ist, kann ich damit ziemlich gut leben. Ein deutsches Netzteil für den japanischen Standard habe ich sowieso von meinem Famicom. Also auch an der Front alles gut und keine Konsole muss anfangen zu qualmen. Ich weiß, dass Konsolen mit dem falschen Netzteil anfangen zu qualmen, weil ich mein Famicom ursprünglich zuerst über ein deutsches Netzwerk angeschlossen habe und ich saß einfach da und dachte mir, oh, ich wusste nicht, dass ich einen alten Wasserkocher hier habe, der anfängt zu pfeifen. Dann habe ich zu meiner Linken rüber geschaut und es kam, okay, seine GIF von der Xbox Series X zum Release, wo jemand einfach reingewebt hat, wie sie herausgestellt hat. Da kam super viel Rauch raus und so sah mein Famicom aus. Aber er hat überlebt. Und das war erschreckend. Das Netzteil wird bizarrerweise an dieser seltsamen Box angeschlossen, welche unter den Controller kommt. Der Controller für sich wiederum wird durch ein weiteres Kabel mit dem Headset verbunden. Das bedeutet, der Controller hat 2 Kabel, die aus ihm herauskommen. Eins zum Headset und ein weiteres zur Steckdose. Warum würde man das Netzteil nicht am Headset anschließen? Also wirklich, was ist der Sinn dahinter? Es ist sehr seltsam. Ich persönlich mag den Controller des Virtual Boy sehr. Auch wenn er mit seinem zweiten D-Pad, welches nicht allzu viel genutzt wurde, etwas seltsam aussieht, liegt er gut in der Hand. Die Action-Buttons fühlen sich ungefähr so wie die des originalen Gameboys an, wenn auch mit etwas mehr Widerstand. Aber auf keinen Fall zu viel, gerade so die richtige Menge, gerade so. Das Steuerkreuz könnte etwas größer sein, wenn es nach mir geht. Mit der durchschnittlichen Gameboy-Größe sollte es aber nicht allzu viele Leute gestört haben. Ich würde das jederzeit dem riesigen Monster eines D-Pads des Atari Lynx vorziehen. Auf der Unterseite des Controllers befinden sich 2 Schultertasten, welche ich viel lieber an einer herkömmlichen Position gesehen hätte, aber ich denke, ich werde irgendwie damit leben können.
Generell mag ich den Controller sehr für das, was er ist. Und ich wünsche, dass ich ihn irgendwie mit einem Adapter an anderen Plattformen für Gameboy-Spiele verwenden könnte. Ich denke, das würde einen super Gameboy-Controller abgeben. Aber ich bezweifle, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, einen Adapter dafür herzustellen. Der Prototyp des Virtual Boys hatte übrigens die gleiche lila Farbgebung wie der originale GameCube-Controller. Das ist halt nicht wirklich mit irgendwas zu tun, aber ich fand das interessant. Das Headset ist dafür, dass es ein sehr frühes VR-Gerät ist, ziemlich selbsterklärend. Es muss an den Beinen angebracht werden und das war's. Der Cartridge-Slot befindet sich unten auf der Rückseite des Headsets und die Spiele werden mit dem Cover nach oben eingeschoben, was sich einfach nur falsch anfühlt. So sehen übrigens die Virtual Boy Cartridges aus. Sie kommen sogar mit einem Staubschutz, da die Kontakte bei dem Spiel nach außen über die Höhle hinausgehen. Der Ein- und Ausschalter befindet sich wie auch die generelle Stromzufuhr an dem Controller selber, was ebenfalls etwas bizarr ist und mich sehr paranoid macht, dass ich versehentlich die Konsole ausmache. Es ist mir bisher noch nie passiert, aber die Angst ist allgegenwärtig. Der 3D-Effekt kann über zwei verschiedene Regler den Augen des Spielers angepasst werden. Als erstes wäre der Fokusregler, der den Fokus etwas verschieben und sich damit Sehschwächen des Spielers anpassen kann. Glaube ich. Und dann gibt es noch den Regler, der die Bilder etwas dem Augenabstand anpasst. Yeah, ich denke, damit werden die Spiegel etwas verschoben und ich hoffe mal, dass die Funktion erst über die Jahre dermaßen laut wurde. Man wird ihn zwar kaum öfters einmal betätigen, aber das ist kein schönes Geräusch. Nach einer Warnung bezüglich potenzieller gesundheitlicher Probleme und der Frage, ob man nach 15 Minuten eine automatische Pause einlegen möchte, ist das Spiel bereit zu starten. Der Virtual Boy hat mich bei der Erstbenutzung direkt überrascht. Ich habe vom Schlimmsten ausgehend mein Gesicht in das Headset gehalten, Virtual Wario Land gestartet und war absolut überrascht, dass das Bild wirklich gut aussieht. Ich habe über all die Jahre immer gehört, wie schlecht alles in Rot aussieht, dass man Kopfschmerzen bekommt und was sonst noch alles. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass das Bild tatsächlich gut ist, aber das ist es. Die Virtual Boy Spiele befinden sich in Form von einem Breitbild in einem schwarzen Nichts und sind ausreichend ausgeleuchtet. Das Bild ist nicht unbedingt so groß, wie ich es mir wünschen würde, weshalb die Zahlen am unteren Bildschirmrand etwas nervig zu lesen sind. Aber abgesehen davon, es ist ein absolut klares Bild, dessen 3D-Effekt ohne jegliches Ghosting zurechtkommt. Und das kann nicht mal die reguläre Ausführung des 3DS von sich behaupten. Der 3D-Effekt des Virtual Boys ist wesentlich präziser. Diese Präzision rührt aber natürlich auch daher, dass der Virtual Boy fest fixiert ist und sich nicht einfach so bewegt. Wie ist aber das Spiel an sich? Virtual Boy Wario Land ist ein durchaus spaßiges Sequel zum originalen Wario Land auf dem Game Boy. Von den verschiedenen Verwandlungen, für die die Reihe später noch bekannt wird, ist auch hier, wie im Original, noch keine Spur zu sehen. Es gibt lediglich verschiedene Power-Ups, wie den Knoblauch oder auch den Feuerdrachen, mit welchen Wario verschiedene Schätze sucht. Wie auch in Teil 1. Da dieser Ableger gerade mal ein Jahr später rauskam, ist das wohl nicht die größte Überraschung. Um den 3D-Effekt zur Geltung kommen zu lassen, kann Wario in diesem Spiel mit Hilfe von gewissen Blöcken zwischen zwei verschiedenen Ebenen hin und her wechseln. Wobei es im Hintergrund nicht wirklich viel mehr zu tun gibt, als ein paar Blöcke zu finden. Dieses Spiel funktioniert als ein gutes Beispiel, um die grafischen Unterschiede zwischen dem Game Boy und dem Virtual Boy zu sehen, welche natürlich gänzlich unterschiedliche Hardware haben, aber durch den Mangel an Farben und dem Boy-Beinamen zwangsweise miteinander verglichen werden. Das Feuer, welches Wario verschießen kann, sieht auf dem Game Boy so aus. Nichts Besonderes, aber erfüllt seinen Zweck. Auf dem Virtual Boy dagegen sieht es so aus. Mir ist zuvor schon aufgefallen, dass die Sprites in diesem Spiel generell ein gutes Stück detaillierter sind als in dem Gameboy-Ableger, aber spätestens bei dem Anblick des Feuers war mir klar, dass der Virtual Boy deutlich stärker als der Gameboy ist, auch wenn er ebenfalls keine Farben hat. Trägt der 3D-Effekt wirklich was dem Spiel bei? Nein. Wenn ihr es also selber mal über einen Virtual Boy Emulator spielt, werdet ihr nicht wirklich viel von der Spielerfahrung verpassen. Nichtsdestotrotz bin ich wirklich froh darüber, diesen Wario Land Teil mal in seiner vollen Pracht erlebt zu haben. Auch wenn mein Rücken nach 20 Minuten Spielzeit etwas anderes behauptet. Also ich würde hier bereits meine Erfahrung mit den Virtual Boy Spielen enden, da ich neben Wario Land nur noch ein random Golfspiel besitze, welches wohl nicht allzu viele Worte aus mir herauskitzeln wird. Aber wie durch ein Wunder bin ich kurz vor Beginn der Arbeit an diesem Video auf eine Flashcard gestoßen. Was ein Wunder ist, weil es davon wirklich nicht viele gibt und sie seit 2019 nicht mal mehr hergestellt werden, soweit ich das verstanden habe. Ich hätte mir nicht Wario Land gekauft, wenn ich es für halbwegs realistisch gehalten hätte, jemals an eine Flashcard zu kommen, aber hier ist sie. Auch wenn sie vom Komfort her kaum mit modernen Geräten zu vergleichen ist, wird sie mir dabei helfen, jedes der 22 Virtual Boy Spiele mal auf richtiger Hardware angespielt zu haben.
Um nicht meinen Rücken zu zerbrechen, habe ich den Virtual Boy für diese Gaming-Session übrigens auf einen Karton gestellt, wodurch er ungefähr die richtige Höhe für mich hat. Oh, und das Gameplay, welches ihr seht, ist natürlich emuliert, da ich es nicht in akzeptabler Qualität abgefilmt bekomme. Aber keine Sorge, ich habe jedes der Spiele zuerst über den Virtual Boy gespielt. Okay, ich hoffe, ihr seid bereit für 22 kaum mehr als zwei Sätze gehende und nicht sonderlich aussagekräftige Reviews von jedem einzelnen Virtual Boy Spiel, das es jemals gab und geben wird. Galactic Pinball ist ein Pinball-Spiel, mit dem Unterschied, dass es auf einem Hockeytisch stattfindet und alles in etwas geringerer Schwerkraft ist. Extrem langsames Pinball-Spiel, welches schon lange von allen vergessen wurde. Mario Tennis ist ziemlich spaßig und ein gutes Beispiel dafür, dass der Virtual Boy einen viel schlechteren Ruf hat, als er haben sollte. Es ist ein ziemlich simples Tennisspiel, in dem man mit A einen leichten und mit B einen schweren Schlag macht. Der Ball hat keinen Schatten oder dergleichen, weshalb man ihn mit Hilfe der 3D-Sicht erkennen soll. Aber das klappt nicht wirklich, wodurch man eher ein Gefühl dafür entwickeln muss, ab wann der Ball geschlagen werden kann. Das hat bei mir fast 3 Minuten gedauert. Auf jeden Fall ein spaßiger erster Ableger der Mario Tennis Reihe, welcher sich größerer Beliebtheit erfreuen würde, wäre er nicht auf dem Virtual Boy. Red Alarm ist ein Spiel, welches ziemlich beeindruckend aussehen würde, wäre es in den frühen 80ern rausgekommen. Das tat es aber nicht. Ich weiß wirklich nicht, warum TNT Soft es für eine gute Idee gehalten hat, einen derartigen Wireframe-Shooter im Jahre 1995 rauszubringen. Immerhin spielt es sich aber ganz angenehm, auch wenn es absolut verwirrend ist, irgendwie zu erkennen, wo man entlang fliegen kann und wo Wände sind. Teleroboxer ist eines der populäreren Virtual Boy-Spiele. Hierin steuert man einen Roboter aus der Ego-Perspektive und kontrolliert die Arme mit jeweils einem Steuerkreuz. Das heißt, wenn man mit dem linken Steuerkreuz nach oben drückt, wehrt der linke Arm ab und wenn man mit diesem nach links ausholt, schlägt dieser zu. Ich weiß nicht, wie ich das jemals wirklich beschreiben soll, aber es ist extrem merkwürdig, sich an die Steuerung zu gewöhnen. Wenn man zum Beispiel mit dem linken Steuerkreuz nach rechts drückt, kann man dort nicht mit der rechten Faust zuschlagen. Um das zu machen, muss das rechte Steuerkreuz nach rechts drücken. Es ist sehr verwirrend. Vermutlich lässt es sich auch mit keinem anderen Controller so wirklich nachahmen, aber das ist okay. Ihr verpasst nicht so viel. Panic Bomber ist der obligatorische Bomberman-Teil dieser Plattform. Der Bomber-Schriftzug hat übrigens den besten 3D-Effekt, den ich in allen Spielen gesehen habe. Man erkennt einfach, dass jeder weitere Buchstabe etwas weiter hinten ist. Es ist super cool und über den Emulator nicht mal ansatzweise zu erkennen. Auf jeden Fall ist dieser Bomberman-Teil ein Puzzle-Spiel, welches der Puyo Puyo-Reihe ähnelt. Das bedeutet, man spielt immer gegen einen Computer, auf dessen Seite man Zeug fallen lässt, wenn man 3 oder mehr von den gleichen Figuren miteinander verbindet. Der 3D-Effekt kommt hier ziemlich gut zur Geltung, wenn man darauf achtet und ja, bisher fühlen sich diese Spiele größtenteils wie Tag-Demos an. Das ist vermutlich kein gutes Zeichen. Virtual League Baseball ist Baseball auf dem Virtual Boy. Ich bin immer wieder fasziniert, wie sich einfach jedes Baseballspiel absolut gleich spielt. So auch dieses. Wahrlich ein Abenteuer. Vertical Force ist ein vertikaler Shooter. Das Gimmick von diesem Spiel ist das Wechseln der Ebenen. Es gibt Gegner, die sich oben befinden und welche, die unten sind. Man muss sich natürlich bei ihnen befinden, um ihnen schaden zu können. Oder von ihnen Schaden bekommen zu können. Der 3D-Effekt ist in diesem Spiel aus irgendwelchen Gründen kaum erkennbar. Weshalb ich die meiste Zeit über nicht die leiseste Ahnung habe, wo sich gerade irgendwas befindet. Es ist kein Hit. Wie Tetris ist Tetris auf dem Virtual Boy. Von den Features her ähnelt es sehr stark dem Game Boy Port. Das bedeutet, man kann keine Teile für später aufheben und auch nicht schnell fallen lassen, indem man nach oben drückt. Spielt sich soweit gut und der 3D-Effekt ist kaum bis gar nicht erkennbar. Aber keine Sorge, das ist noch nicht das letzte Tetris für den Virtual Boy. Mario Clash ist eines der wenigen Spiele, welches einem die Option einer Helligkeitseinstellung gibt. Eigentlich komisch, dass es keinen Regler in der Konsole selber dafür gibt, wo ich gerade drüber nachdenke. Wie irgendwo in diesem Video schon mal erwähnt, ist dieses Spiel kein Ableger der richtigen Super Mario Bros. Reihe, sondern mehr oder weniger ein Sequel von Mario Bros. Oder ein Reboot. Das bedeutet, man hat Röhren und Koopas, deren Panzer in diesem Spiel herumgeschleudert werden. An sich ist es ganz nett, aber ehrlich gesagt habe ich diese ganzen Röhrenkomplexe schon nach kurzer Zeit etwas genervt. Ich habe viel zu viel Zeit damit verbracht, den Gegnern hinterher zu rennen, um irgendwie mit einem regulären Koopa-Panzer bewaffnet ihnen gegenüberzustehen, damit ich sie ausschalten kann. Ich weiß wirklich nicht, warum sie sich ausgerechnet für ein Reboot von Mario Bros. Für die Plattform entschieden haben. Es ist eine seltsame Wahl. Dieses Spiel kam ein Jahr vor Mario 64 raus. Warum? Space Squash ist Tennis aus der Zukunft. Und in dieser Zukunft besteht der Sport daraus, dass sich zwei Roboter gegenüberstehen und den Ball an Minen vorbeischießen müssen.
Es ist ganz spaßig, aber Mario Tennis ist immer noch das Virtual Boy Tennis-Spiel meiner Wahl. Oh, und das Flackern der Minen ist auf dem tatsächlichen Virtual Boy nicht wirklich erkennbar, weshalb das Spiel dort direkt wesentlich besser aussieht. Jack Bros. Ist ein Spin-off der Megami Tensei-Reihe und ehrlich gesagt ein ziemlich spaßiges Spiel. Man steuert einen der drei Jacks und muss möglichst schnell aus den kleinen Rätsel-Dungeons entkommen, um am Ende der Welt einen Boss zu bekämpfen. Vom grundlegenden Aufbau ist es fast wie Chip's Challenge mit etwas Combat. Jedoch hat Jack Bros. Das Problem, dass man jede Welt innerhalb eines Zeitlimits schaffen muss. Das ist ein Problem, weil man keinen Lebensbalken hat und für jede Berührung mit dem Gegner Zeit verliert. Vor allem bei dem Boss mit ihren 800 HP ist es etwas nervig, denn wenn die Zeit abgelaufen ist, geht es zurück in das erste Level der Welt. Und ja, ich weiß, dass es im Spiel darum geht, dass Jack noch vor Mitternacht zurück in seine Welt muss und es deswegen loretechnisch Sinn ergibt. Die US-Version dieses Spiels bekommt ihr ab $1000. Da nehme ich doch gleich drei. Virtual Fishing ist ein Japan-exklusives Angelspiel. Es ist optisch ziemlich ansprechend und ich habe nicht herausgefunden, wie ich einen Fisch an Land holen kann. Da es sich um ein Angelspiel auf dem Virtual Boy handelt, werde ich wohl damit leben. Denn das nächste Spiel wird ziemlich cool. Insmos No Yakata. Ja, es heißt wirklich Insmos. Auf jeden Fall, es ist ein Japan-exklusives Dungeon-Crawler-Horrorspiel, welches vermutlich in irgendeiner Hinsicht von Lovecraft inspiriert ist. Auf jeden Fall bewegt man sich in der First-Person-Perspektive durch die verschiedenen Ebenen und muss dort einen Schlüssel finden, um einen Ausgang zu öffnen. Böse, schaurige Monster wollen das natürlich verhindern und sollten, wenn möglich, mit der Pistole ausgeschaltet werden. Das ist natürlich nicht immer möglich, da Munition mehr oder weniger knapp ist. Jedes der Level geht etwa 2 Minuten und es fühlt sich wirklich gut an, es zu spielen. Man muss für jeden Schritt einzeln nach vorn drücken, was dem Spiel aus irgendwelchen Gründen einen gewissen Flow gibt. Weil ich absolut überfordert damit bin, die Tastenbelegung des rechten Steuerkreuzes im Emulator festzulegen, ist das übrigens direkt abgefilmtes Gameplay. Ziemlich beeindruckend, oder? Insmos No Yakata ist ein unterhaltsames Spiel, welches ich auf jeden Fall wieder starten werde, wenn ich mal in Virtual Boy Stimmung sein sollte. Was nicht oft passieren wird, aber dennoch. Golf ist das zweite Virtual Boy Spiel, welches ich tatsächlich besitze. Würdet ihr mir denn glauben, wenn ich euch sage, dass ich für Golf 20 Euro gezahlt habe und man Insmos ab 500 bekommt? Und ja, es ist ein Golfspiel aus der Zeit. Es spielt sich ganz angenehm und, ja, mir fehlt jegliche Erfahrung, um Vergleiche zu anderen Vertretern aus dem Genre zu ziehen. Golf. Virtual Boy Wario Land ist ein Spiel, über das ich vorhin schon geredet habe. Falls ihr es aber wieder vergessen habt, man spielt Wario und springt manchmal in den Hintergrund. Gilt als das beste Spiel der Plattform. Kann man kennen, muss man vermutlich nicht. Space Invaders Virtual Boy ist ein weiterer Port von Space Invaders. Nur das Spiel diesmal den aufregenden 3D-Modus, in welchem das Spielfeld viel zu weit geneigt wurde, was nicht wirklich zum 3D-Effekt beiträgt und nur unnütz ist. Aber keine Sorge, man kann es auch im guten alten 2D spielen. Das Spiel kam 1995 raus. Wer wollte zu der Zeit noch einen Space Invaders-Port kaufen, der nicht mal irgendwas Neues macht? Virtual Lab ist mir unfassbar suspekt. Es ist wieder ein auf fallende Blöcke basierendes Rätselspiel, in welchem man einen Verdauungstrakt zusammenstellt. Aber hey, ich meine, es ist ein Anime-Mädchen auf der rechten Seite, aus irgendwelchen Gründen. Laut Wikipedia versucht man, Würmer zusammenzustellen. Für mich sieht das nach Eingeweiden aus und nicht nach Würmern. Die meiste Zeit über bekommt man keine Teile, die irgendwie einen geschlossenen Wurm bilden können und verliert deswegen. In Kombination mit dem unglaublich hohen Delay in der Steuerung ist das mit viel Abstand das schlechteste Virtual Boy Spiel. Aber jetzt wird alles besser. Etwas. SD Gundam Dimension War ist ein Tactic-RPG, in dem niemand an Animationen glaubt. Die Aufmachung ist unglaublich faul und macht es sogar schwer zu erkennen, wer überhaupt die Gegner sind. Die Kämpfe finden als ein Third-Person-Shooter statt und waren das erste Mal, dass ich ein Spiel aufgrund des 3D-Effekts beenden musste. Meine Augen hatten große Schwierigkeiten damit, sich auf irgendwas davon vernünftig zu fokussieren, was ein unglaublich unangenehmes Gefühl ist. Ich habe es dementsprechend wirklich nicht viel gespielt. Virtual Bowling ist ein Bowling-Spiel auf dem Virtual Boy. Ich wünschte, es gäbe mehr darüber zu sagen, aber dem ist nicht so. Aber für 5 Minuten ist es leicht amüsant. 10 Minuten, wenn man es wirklich wissen will. Waterworld gehört zu den letzten 3 Spielen, die noch für die Plattform gemacht wurden. Diese kamen übrigens auch nur noch in den USA raus. In Japan war der Virtual Boy in dem Punkt tot. Waterworld basiert natürlich auf dem gleichnamigen Film, den ich noch nie gesehen habe. Man steuert hier in ein Boot und schießt auf andere Boote, bis die Runde vorbei ist. Es gilt als das schlechteste Virtual Boy Spiel. Ich meine, ja, es gibt nicht viel zu tun, aber aus einer technischen Sicht hat es durchaus was zu bieten.
Zum einen, ziemlich problemloses Scaling, durch welches sich die 2D-Welt fast 3D anfühlt. Schau ich mal den Übergang zur Overhead-Perspektive an, wenn das Level zu Ende ist. Ich kann das Boot immer noch steuern. Ich denke, das ist ziemlich cool. Und die Musik! Das ist ein Hit. Mir egal, ob es das schlechteste Virtual Boy-Spiel ist oder nicht, aber es ist definitiv weit davon entfernt, das langweiligste zu sein. Und ich habe lieber ein schlechtes Spiel, als ein langweiliges. Nestas Funky Bowling ist ein weiteres Bowling-Spiel, diesmal mit Nesta, dem Maskottchen des Nintendo Power Magazins, in der Hauptrolle. Generell ist das Spiel ein gutes Stück schneller und energetischer als Virtual Bowling, aber gleichzeitig hat es ebenfalls nicht allzu viel zu bieten. Es ist eines der Spiele, die man für 10 Euro aus einer Grabkiste mitnimmt und ein bisschen Spaß damit hat. Aber auch wirklich nicht mehr. 3D-Tetris ist ein Fehler. In jeder nur erdenklichen Hinsicht. Es ist das letzte Spiel, das jemals für den Virtual Boy released wurde. Und mein Gott, ist es seltsam. Ich werde gar nicht erst darüber reden, dass es mit Wii Tetris bereits einen ziemlich guten Tetris-Ableger für den Virtual Boy gibt. Dieser kam aber nur in Japan raus, während 3D-Tetris exklusiv in den USA erschien. Muss ich überhaupt erklären, was die Probleme dieses Spiels sind? Ich denke nicht mal, dass es schlecht gealtert ist. Es war von Tag 1 an verkommen. Dieses Spiel kam im gleichen Jahr wie Super Mario 64 raus. Und das waren alle 22 Spiele, bis der Virtual Boy dann am 2. März 1996 eingestellt wurde. Nachdem ich jetzt alle Spiele angespielt habe, muss ich sagen, dass es wie zu erwarten hauptsächlich Stinker gab. Allerdings auch wirklich solide Spiele wie Wario Land, Innsmouth oder Jack Bros, die ich wirklich gerne weiterhin spielen will. Vor allem Jack Bros habe ich direkt ein gutes Stück besser verstanden, als ich es für die Aufnahme nochmal gespielt habe. Ist ein gutes Spiel. Kurzweilig, aber spaßig. Die meisten Virtual Boy-Spiele kamen in den ersten 6 Monaten nach Release der Plattform raus und sind damit effektiv quasi Launch-Titel. Es gab einige Spiele, die durchaus Potenzial zeigten, aber der Virtual Boy war einfach nicht lange genug relevant, um dieses auch wirklich ausnutzen zu können. Ich frage mich, was wir wohl für Spiele gesehen hätten, wenn der Virtual Boy 3-4 Jahre Lebenszeit gehabt hätte. Aber es sollte nicht so sein. Der Virtual Boy war nicht viel mehr als ein glorifizierter Game Boy ohne die Portabilität am Ende des Tages. Dass der Virtual Boy kein Erfolg wird, zeigte sich bereits zum Launch, bei welchem sich untypisch für Nintendos Konsolen nirgendwo Schlangen bildeten. In Japan verkaufte sich der Virtual Boy in den ersten 6 Monaten gerade mal 140.000 Mal, was genug war, um ihn direkt für den japanischen Markt einzustellen, nach weniger als einem einzigen Jahr. Dass Nintendo von Anfang an kaum Geld in das Marketing investierte, hat dabei auf jeden Fall nicht geholfen, zumindest in Japan. In den USA wurde mehr Werbung gemacht, aber wie soll man so ein Gerät überhaupt vermarkten? Also, wer hat danach gefragt? Bestimmt nicht, indem man es wie einen Roboter durch die Gegend laufen lässt. Virtual Boy, see it now in 3D. Dort verkaufte er sich mit etwa 600.000 Einheiten merklich besser als in Japan, was vermutlich zu einem großen Teil im regelmäßig sinkenden Preis lag. Nach 10 Monaten auf dem Markt bekam man einen Virtual Boy dann schon für 99 Dollar statt den ursprünglichen 179. Im August 1996, ein Jahr nach dem Release des Virtual Boy in den USA, wurde er dann auch dort eingestellt. Ab diesem Punkt wurden die Virtual Boy Restbestände größtenteils für 30 Dollar verkauft. Er war wirklich nicht gefragt. Der Virtual Boy hatte nicht mehr genug Zeit, um ein Link-Kabel auf den Markt zu bringen. Er hat zwar einen Anschluss dafür, aber das Kabel dafür kam nie offiziell. Es gibt zwar alle Jubeljahre mal ein Homebrew-Link-Kabel zu kaufen, wenn man die Augen offen hält, aber keins der 22 offiziell erschienenen Spiele unterstützt überhaupt Multiplayer von sich aus. Auch wenn es natürlich einige Spiele gibt, die geradezu nach einem Multiplayer-Modus schreien. Ich schaue in deine Richtung. Panic Bomber. Reflection Technology, welche nahezu alle ihre Ressourcen in diese Zusammenarbeit steckten, konnten sich von diesem Fehlschlag nie ganz erholen und lösten sich gegen 1997 dann schlussendlich auf. Gunpei Yokoi traf dieser Misserfolg besonders hart. Er wollte ursprünglich bereits 4 Jahre zuvor bei Nintendo aufhören und sich seiner eigenen Videospielplattform widmen. Hiroshi Yamauchi hat den Flop des Virtual Boy nie auf Yokoi geschoben, was gut ist, da viele Faktoren absolut außerhalb seines Einflusses lagen und man Worte darüber verlieren könnte, dass in der Tat Yamauchi selbst schuld war. Aber dennoch. Yokoi fühlte sich aber trotzdem nicht gut damit, die Firma nach all den Jahren einfach so zu verlassen und kreierte als letztes Projekt noch den Game Boy Pocket. Eine kleinere Ausführung des Game Boys mit einem schwarz-weiß Display. Yokoi selber gründete nach seinem Weggang von Nintendo Koto Laboratory und beendete seine Karriere mit einem weiteren Handheld, den Bandai Wonder Swan,
Welchen ich für ein Video übrigens nicht ausschließen will, aber es ist ein Japan-exklusiver Handheld, der größtenteils RPGs hat und ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt allzu viele Spiele davon wirklich spielen kann. Gunpei Yokoi kam tragischerweise am 4. Oktober 1997 bei einem Autounfall ums Leben. Etwas mehr als ein Jahr nach seiner Kündigung bei Nintendo. Durch den kurzen Abstand zwischen diesen Ereignissen werden diese sehr oft miteinander in Verbindung gebracht, obwohl sie wirklich nichts miteinander zu tun haben. Es ist wirklich eine Schande, dass er nicht mehr die Möglichkeit bekam, allzu viele Pläne nach dem Virtual Boy umzusetzen. Zum Ende dieser Videos stelle ich mir immer die Frage, woran denn das Produkt gescheitert ist. Im Falle des Virtual Boy stelle ich mir aber eher die Frage, woran er nicht gescheitert ist. Vom Branding her soll er ganz klar mehr oder weniger als ein Teil der Gameboy-Familie verkauft werden. Ist aber absolut nicht portabel. Sicher, man benötigt keinen Fernseher dafür und eine Steckdose ist auch nicht unbedingt nötig, aber er ist auch absolut nicht mit dem Gameboy zu vergleichen. Vermutlich hätte Nintendo sich einen großen Gefallen getan, hätten sie das Gerät Virtual Entertainment System oder sowas genannt. Nicht, dass wirklich was ändert, aber allein der Name ist schon wirklich verwirrend. Der Virtual Boy wurde für $179 verkauft, der Game Boy zu dem Zeitpunkt für 60. Warum würden Eltern nicht einfach diesen kaufen? Sie haben beide das gleiche Boy-Branding und wurden parallel zueinander verkauft. Die Spiele sehen nicht mal so viel anders aus, da sie beide keine Farben haben. Es war eine viel zu starke Konkurrenz aus dem eigenen Haus. Die Virtual Boy-Spiele waren optisch und spielerisch einfach viel zu primitiv für eine neue Konsole. Natürlich gibt es dann noch den gesundheitlichen Aspekt, welcher bei Kindern unter 7 Jahren zu einem Sehproblem führen kann, welches sie ihr Leben lang begleiten wird. Warum würden irgendwelche Eltern sowas kaufen wollen? Erneut! Aus dem gleichen Grund kam wenige Jahre nach dem Release des 3DS noch der 2DS auf den Markt, welcher absolut kein 3D unterstützte. Im Gegensatz zu dem Virtual Boy konnte man aber auch schon auf dem regulären 3DS das 3D-Feature komplett deaktivieren. Warum nicht auf dem Virtual Boy? Weil die Ergebnisse der Ärzte zu den Gefahren von 3D erst relativ spät reinkamen und dementsprechend absolut keine Zeit mehr war, um daran mehr zu fixen als eine Warnmeldung einzufügen. Ich denke, das Anti-One-Team hätte sowas wie einen 2D-Modus eingebaut, wenn sie genug Zeit mit dem Wissen der Problematik gehabt hätten. Aber der Virtual Boy musste raus, um Nintendo bis zum Release des Nintendo 64 mehr Zeit zu verschaffen. Die Auswahl an Spielen war auch mehr als überschaubar und hat sicher auch nicht davon profitiert, dass der Virtual Boy keine richtigen Super Mario-Ableger haben durfte. Von den anderen Nintendo IPs wie F-Zero, Metroid, Zelda oder Donkey Kong war nicht mal eine Spur zu sehen. Wobei laut einigen Previews sogar ein F-Zero und ein Mario Kart-Ableger geplant waren, welche aber aufgrund mangelnder Verkaufszahlen nicht allzu weit kamen. Wobei F-Zero fast fertig war, aber das war auch der Lebenszyklus des Virtual Boy an dem Punkt. Wario ist nett und alles, aber zu einem System-Seller wird auch er erst mit der WarioWare-Reihe. Nachdem ich alle Spiele angespielt habe, muss ich sagen, dass es lediglich ein einziges Spiel gab, welches wirklich wie ein VR-Titel wirkt und das war Tele-Roboxer. Das war nämlich in First Person, das ist relativ wichtig für VR und der Rest waren einfach nur Gameboy-Spiele mit einem 3D-Gimmick. Ich habe das Gefühl, dass niemand so wirklich eine Idee hatte, wie der Virtual Boy in der Praxis genutzt werden könnte, um für eine Spielerfahrung zu sorgen, die es so bisher noch nicht gab. Nicht mal das R&D-1-Team selber hatte etwas sonderlich Überzeugendes. Es ist wirklich schwach für eine Konsole, die sehr viele Opfer eingehen musste, um den 3D-Effekt erzeugen zu können. Wofür also überhaupt die ganze Mühe, wenn niemand überhaupt Ideen hat, für welche Spiele es gut wäre? Ich muss aber fairerweise auch sagen, dass ich den Virtual Boy nicht so übel finde, wie sein Ruf es einen glauben lässt. Der Virtual Boy ist keine schlechte oder billige Konsole. Er fühlt sich an wie ein richtiges Nintendo-Produkt und die Tatsache, dass die Spiele nicht so viel anders als Gameboy-Spiele aussehen, ist im Jahre 2022 nicht mehr allzu relevant für mich. Die Optik war damals aufgrund der 2 Bilder, die generiert werden mussten, technisch absolut weit hinter dem Rest der Videospielindustrie. Aber auch die originale PlayStation ist heutzutage sehr veraltet. Ob es jetzt ein paar Jahre früher oder später kam, ändert nicht mehr allzu viel. Ich finde es aber wirklich schade, dass der Virtual Boy nur auf seinen 2 Beinen stehen kann, mit welchen es mir absolut unmöglich ist, eine Position zu finden, in der es nicht nach spätestens 5 Minuten wirklich unangenehm wird, etwas zu spielen. Das ist meiner Meinung nach die größte Schwäche des Virtual Boys. Ansonsten halte ich ihn für eine sehr interessante Konsole, die das Potenzial von VR nicht mal ansatzweise ausschöpfen konnte.
Der Virtual Boy war viel zu früh dran für das, was er machen wollte. Was aber am allerwichtigsten ist, der Virtual Boy ist nicht mal fast so schlecht wie sein Ruf. Klar, er ist nur ein Schatten dessen, was er ursprünglich mal werden sollte, aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, Schrott vor mir zu haben. Für mich persönlich war es nicht unangenehm, auf dem Virtual Boy zu spielen, abgesehen von der Körperhaltung. Oh, mein Rücken. Der Virtual Boy ist wirklich nicht so übel. Die Idee, 3D-Spiele zu machen, hat Nintendo aber nie so ganz losgelassen. Prototypen für verschiedene VR-Anwendungen gab es sowohl bei dem Game Boy Advance als auch dem Nintendo GameCube, bis die Technik dann mit dem 3DS endlich bereit war, auf die Massen losgelassen zu werden. Inzwischen sind VR-Headsets natürlich keine Seltenheit mehr und sogar Nintendo hat mit ihrer Labo-Reihe aus der Switch ein Kartonagen-VR-Headset gemacht. Das war aber mehr eine Spielerei als der Fokus der Konsole. Der Virtual Boy selber dient heutzutage, wie ganz zu Beginn bereits erwähnt, mehr als ein Witz als alles andere. Auch wenn er hin und wieder mal in verschiedenen Nintendo-Spielen auftaucht, wie WarioWare Mega Party Games, Super Paper Mario oder hier in Smash Bros. Nintendo selber scheint das Kapitel des Virtual Boy aber für immer geschlossen zu haben. Ich habe mir immer gewünscht, dass auf dem 3DS irgendwann der Virtual Boy als passenderweise Virtual Console eintrifft oder ein paar Spiele als Collection für den 3DS verkauft werden oder sowas. Das ist aber nie passiert, obwohl sich der 3D-Effekt auf der Konsole ohne Probleme nachstellen ließe. Inzwischen ist der 3DS aber selber eine veraltete Konsole, die mit keinen neuen Spielen mehr beliefert wird. Ich denke, wenn wir auf dem 3DS keine Virtual Boy Re-Releases bekamen, werden wir nie welche bekommen. Das ist zwar etwas schade, aber die Virtual Boy Spiele lassen sich problemlos emulieren, wenn ihr sie euch mal selber anschauen wollt. Was man damit verpasst, ist ziemlich genau mit dem Runterregeln des 3D-Effekts auf dem 3DS zu vergleichen. Man büßt bei manchen Spielen ein bisschen was ein, aber die Spiele sind absolut problemlos spielbar. Natürlich hat der Virtual Boy heutzutage auch eine Homebrew-Szene von Fans, die immer noch neue Spiele für die Plattform machen. Mehr oder weniger. Hier zum Beispiel ein Port von Street Fighter 2, welcher sehr beeindruckend ist und mich ein wenig wundern lässt, was mit dem Virtual Boy noch alles möglich gewesen wäre, wenn er mehr als nur ein Jahr Zeit bekommen hätte. Wir werden es wohl nie erfahren und das ist okay. Nicht jede Konsole kann ein Hit sein und die Flops haben sowieso eine sehr viel interessantere Geschichte zu erzählen.